Krankenkassenbeiträge sollen 2024 steigen. Millionen gesetzliche Rentner und Betriebsrentner werden sich auf niedrigere Auszahlungsbeträge ihrer Renten einstellen müssen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe heute früh mal ausnahmsweise MoMA geguckt auf ARD und dort habe ich dann einen kurzen Einspieler bekommen, und zwar soll nach Aussage des ARD der Bundesminister für Gesundheit Karl Lauterbach, Sie kennen diesen Herrn, von der SPD mitgeteilt haben, dass die Krankenkassenbeiträge im Jahr 2024 steigen werden. Er hat aber noch nicht gesagt, wie hoch die Krankenkassenbeiträge steigen werden. Und zwar geht es darum, dass die Krankenkassen ein riesen Milliardenloch haben. Ich spreche von den gesetzlichen Krankenkassen. Und dieses Milliardenloch nicht mehr durch Bundeszuschüsse gestopft werden soll. Das hat der Bundesfinanzminister Lindner, FDP, kategorisch abgelehnt. Herr Lindner, ich gehe davon aus, dass Sie privat krankenversichert sind, möglicherweise als Beamter vielleicht auch noch oder als Minister hier einen Zuschuss für die kostenfreie Beihilfe für Sie bekommen. Und deshalb ist es Ihnen möglicherweise auch völlig egal, dass Sie hier diesen Bundeszuschuss zahlen wollen. Aber das ist eine andere Sache, meine Damen und Herren. Der Lindner sitzt sozusagen auf den Steuergeldern und will die Krankenkassen nicht unterstützen. Und deshalb müssen alle gesetzlich Krankenversicherten ab 2024 bluten. Und ich habe Ihnen mal einen Beitrag hier reingepackt. Und zwar ist der vom 24. Januar diesen Jahres vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und dort hat die gesetzliche Krankenkasse mitgeteilt, also der ehrenamtliche Chef des Verbandes, der VDEK, der Herr Uwe Clemens, hat gesagt, dass man im Jahr 2024 ein Defizit von 30 Milliarden Euro plus X erwartet. Eine nachhaltige Finanzreform der gesetzlichen Krankenkasse muss deshalb ganz oben auf der politischen Agenda stehen. Wenn da nichts passiert, dann rechnet er im Grunde genommen damit, dass der Krankenkassenbeitrag und auch Zusatzbeitrag insgesamt dann von 16,2% dann auf 18,2% steigen könnte. Das wäre also monatlich eine Mehrbelastung von 70 Euro für Versicherte und Arbeitgeber, die sie sich dann teilen müssen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, meine Damen und Herren, was uns hier drohen könnte. Karl Lauterbach hat am 13.06.2023 nichts zur Erhöhung als solchen, also nichts dazu gesagt, wie hoch der Beitragssatz dann tatsächlich steigen wird. Aber er hat zumindest schon mal angekündigt, dass der Krankenkassenbeitrag, was genau er damit meint, ob er damit den Zusatzbeitrag meint oder den allgemeinen Beitragssatz meint, wissen wir auch noch nicht, auf jeden Fall 2024 steigen wird. Damit ganz große Freude für alle gesetzlichen Rentnerinnen und Rentner, auch Betriebsrentner, ihre Beiträge in der gesetzlichen Rente und in der Betriebsrente werden dann möglicherweise auch steigen. Wie hoch, das wissen wir noch nicht. Im schlimmsten Fall 2,0%, so wie es am 24.01.2023 im Redaktionsnetzwerk Deutschland verkündet worden ist. Was auch kategorisch abgelehnt wird, ist eine Anhebung der Jahresarbeitsentgeltgrenze als Pflichtversicherungsgrenze. Da sagt Lauterbach, das kann er nicht machen, weil das wohl angeblich im Koalitionsvertrag so geschrieben steht und deshalb hier eine Anhebung auch der Beitragsbemessungsgrenze, also eine zusätzliche Anhebung, um mehr Geld in die Kasse reinzubekommen, nicht möglich ist. Meine Damen und Herren, Sie kennen mich ja aus vielen Videos. Ich halte da nicht vor der Hand und sage, naja, dann nehmen wir das einfach mal so hin. Nein, meine Damen und Herren, das ist ein Unding auf Kosten Millionen von Rentnerinnen und Rentnern, von Arbeitnehmern und natürlich auch von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Meine Damen und Herren, ich stehe selbst persönlich immer schon die ganze Zeit meiner Tätigkeit als Sozialanwalt stehe ich für die Einführung einer einheitlichen gesetzlichen Krankenkasse. Wo ist eigentlich das Problem? Das Problem liegt darin, dass ein Großteil der Bevölkerung, nämlich rund 4 Millionen Beamtinnen und Beamten, Politiker, aber auch Selbstständige, nicht in das System einzahlen. Und das ist das Problem.
Und wenn wir uns mal die doch schon sehr, sehr üppigen Zuwendungen des Finanzministers an die Beihilfestellen des Bundes und der Länder mal anschauen, dann muss doch uns allen klar sein, dass das so nicht mehr weitergehen kann. Beamtinnen und Beamte, Politiker, Selbstständige, alle in Deutschland müssen in eine einheitliche gesetzliche Krankenversicherung einzahlen. Deshalb muss die private Krankenvollversicherung unbedingt abgeschafft werden. Es reicht aus, wenn Sie sich, wenn Sie eine in Anführungsstrichen bessere Krankenkassenleistung haben möchten, privat zusätzlich versichern können. Das ist möglich. Oder aber man schafft eine Verbesserung der Wahltarife in der gesetzlichen Krankenversicherung ein. Aber ich sage, meine Damen und Herren, das kann so nicht weitergehen, dass immer nur die Beitragssätze nach oben gehen. Hier muss endlich eine gesamtgesellschaftliche Reform der gesetzlichen Krankenversicherung her. Im Übrigen will das die Mehrheit der Bevölkerung. Herr Lindner, hören Sie bitte ganz genau zu. Und Herr Lauterbach, die Mehrheit der deutschen Bevölkerung wünscht eine sofortige Einführung einer gesetzlichen, einheitlichen Krankenversicherung. Im Übrigen hat das nichts mit Sozialismus oder Kommunismus zu tun, sondern das ist ein Gebot der Stunde, weil wir es nämlich hier mit den Folgen, wir müssen die Folgen der Altersdemografie in den Griff kriegen. Wir können nicht permanent an den Beitragssätzen rumschrauben. Näheres zu diesem Thema finden Sie, wie immer, auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.